Widder, Liebe, ein guter Anfang. Am 4.12. steht Mars im Quinkungs zu Jupiter und macht sie zum charismatischen Verführer, der direkt alle und jeden erobert. Ebenfalls am 4.12. wechselt Venus in den Skorpion und bringt das Feuer der Erotik in die Beziehung. Und falls Sie Single sein sollten, fällt Ihr Auge auf einen Fremden, der Sie fasziniert. Am 29.12. wechselt Venus dann in den Schützen, ein artverwandtes Feuerzeichen, und macht die Liebe noch einmal sehr leidenschaftlich, jedoch ohne das gefährlich Abgründige des Skorpions mitzubringen. Vielleicht fliegen in Ihrer Beziehung die Fetzen vor Weihnachten und Sie versöhnen sich noch vor Silvester? Es ist jetzt alles möglich bei dieser ungewissen Sternenkonstellation und Wandlung, also bereiten Sie sich besser auf Überraschungen und Turbulenzen in der Liebe zum Jahresende vor. Beruf. Beruflich haben Sie den Eindruck, dass der Dezember Sie etwas bremst, was Ihrer natürlichen Dynamik widerspricht. Mars und Saturn kämpfen um die Herrschaft, das bedeutet Stress und Machtkämpfe im Beruf. Versuchen Sie jetzt aber bitte nicht, die Erfolgssterne zu zwingen, das ist unmöglich. Schalten Sie besser einen Gang zurück. Positive Ausnahme? Am 5.12. steht Venus im Trigon zu Saturn und hilft Ihnen, Gehör und Respekt zu finden. Am 21.12. steht Mars im Quinkungs zu Uranus und kann Veränderungen am Arbeitsplatz verursachen, technische oder zwischenmenschliche, und zwar gute. Am 23.12. wechselt Merkur in den Schützen, wo er am 2.1.2024 wieder direktläufig wird. Das kündigt eine unangenehme Phase für die Karriere an, weil das Feuerzeichen Schütze mit der Rückläufigkeit zwar alles Mögliche beginnt, aber nichts richtig und dauerhaft macht. Genießen Sie jetzt lieber die Jahresendfeste. Gesundheit. Am 15.12. steht Mars im Trigon zu Chiron und kann Sie gesundheitlich zum Überflieger machen. Sie haben jetzt den Eindruck, dass Ihnen einfach alles gelingt. Gesundheitlich kommt es im Dezember 2023 darauf an, Ihre gute Kondition weiter zu stärken, etwa durch geeignete Nahrungsergänzungs- und Aufbaupräparate und vor allem durch ein ausgewogenes Verhältnis von Schlaf, Meditation, Arbeit und körperlicher Aktivität. Mars gibt Ihnen nun viel Energie, um alles zu schaffen. Spirituelles. Am 28.12. steht Mars im Quadrat zu Neptun und kann Ihnen zeigen, wo es in Ihrem Leben noch einen blinden Fleck gibt, den Sie gewöhnlich nicht erkennen, der Sie aber auf Abwege bringt. Was steckt hinter Ihren falschen Entscheidungen? Was lenkt Sie tief ab? Jetzt haben Sie spirituell die Möglichkeit, daran zu wachsen.